Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wie ihr seht, fange ich gerade an, Skyrim bzw. The Elder Scrolls 5 zu spielen. Das Spiel ist schon am 11. November 2011 rausgekommen, ist also schon was älter. Nichtsdestotrotz einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Es ist so geil. Das gesamte Spielgefühl von Elder Scrolls finde ich, es ist untoppbar. Also freie Welten, mega viele Quests, alles töten, was einem über den Weg läuft, einfach so ohne, ja schon mit Konsequenzen, aber wenn man stark genug ist, kann man einfach darüber hinwegsehen und denken, ja, shit happens. Ganz ehrlich, es ist verdammt geil, das Spiel. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, wenn ich das spiele, dass ihr mit dabei seid. Und ja, kleine Information am Rand, ich spiele mit den Erweiterungen Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn. Das sind die drei DLCs, die erschienen sind für Skyrim. Ja. Wollen wir nicht viel quatschen? Legen wir einfach mal los. Ich lege ein neues Spiel an. Fortfahren mache ich nicht. Ich habe nämlich schon mal angefangen gehabt vor längerer Zeit. Aber ich werde jetzt ein neues Spiel starten. Damit ihr von Anfang an mit dabei sein könnt. Mein letzter Spielstand war nicht besonders ausgeprägt. Ich hatte ein paar Sachen schon erspielt. Ich glaube, 4 oder 5 Ingame, nicht Ingame, Real Life Stunden habe ich gespielt. Was natürlich echt nicht viel ist, von daher schadet es nicht, wenn ich einfach nochmal von neu spiele. Ich habe Skyrim auch schon auf der Xbox angezockt gehabt. Ziemlich weit sogar, das ist jetzt halt eigentlich schon fast anderthalb Jahre her. Von daher wird das für mich jetzt keine Neuvorstellung, aber ich werde einige Quests noch nicht gespielt haben, deswegen gibt es auch schon ein paar Neuheiten für mich. Vor allen Dingen die DLCs, die hatte ich bis jetzt noch nicht. Das heißt, ich werde mich mal überraschen lassen, was ich machen kann in den Erweiterungen. So, und wir befinden uns hier in einer Kutsche. Oh. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Ja, die reden jetzt hier ein bisschen. Hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ich werde jetzt einfach mal ruhig sein, um euch die Möglichkeit zu geben, zuzuhören. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Dahinten. Und was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sovngarde erwartet uns. So, Ulfric Sturmmantel, der Anführer der Rebellion. Den Namen müssen wir uns merken. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Okay. Acha, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und wo? Es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Wir sehen noch nichts. Der Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wiloth immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Tja, Ironie des Schicksals, würde ich mal sagen. Ja, Papa. Okay.
Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. So. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Der macht mir ja echt Hoffnung. Euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Das wäre das kürzeste Videospiel aller Zeiten. Wenn ich jetzt sterbe. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht. Keine Ahnung, ob ihr es im Video seht, aber der Garsten hat mir gerade. Will sonst noch jemand fliehen? Oh. Der Pferdedieb ist gestorben. Er wurde. Was wollen die von mir? Wer seid ihr? Ah, nice. Ich kann mir meinen Charakter erstellen. Jetzt stehe ich vor der Qual der Wahl. Ich hasse Entscheidungen zu treffen. Ich hasse es wie die Pest. Das wirkt sich auf das gesamte Spiel im Nachhinein aus. Das Bewohner der Rotgarnischen und der Drachenschwanzberge sind orkische Schmiede für ihre Kunstfertigkeit berühmt. Ork-Truppen in schwerer Rüstung gehören zu den besten Kämpfern des Kaiserreichs und sind furchterregend, wenn sie ihre Kraft Blutrausch einsetzen. Ja, das hört sich schon mal verdammt toll an, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass Kajita, das ist noch so schleichern und kam, ne? Sie stammen aus der Provinz Elsweyr, sind intelligent, schnell und behende. Sie sind ausgezeichnete Diebe, da sie sich von Natur aus heimlich bewegen. Alle Kajit können in der Dunkelheit sehen und verfügen über waffenlose Klauenangriffe. Das hört sich auch verdammt geil an. Aber ich meine, das letzte Mal war ich ein Hochelf, weil die in ihrer Heimat den Somerset-Inseln auch unter dem Namen Altmar bekannten Hochelfen sind das begabteste Volk in den arkanen Künsten. Sie benutzen ihre Kraft der Hochgeborenen, um ihre Magiker schnell zu regenerieren. War der das oder war das ein Dunkelelf, den ich gespielt habe? Jetzt muss ich mal kurz durchgucken hier. Hochelf, Dunkelelf, Nordork, Rotwadrone, Waldelf. Ah, Waldelf, genau. Der Volksstamm aus den Wäldern des westlichen Wallenwald ist auch als Bosmer bekannt. Waldelfen sind gute Kundschafter und Diebe und in ganz Tamriel gibt es keine besseren Schützen. Sie sind von Natur aus resistent gegen Gifte und Krankheiten und sie befehlen Tieren, mit der Kraft Tier beherrschen, für sie zu kämpfen. Hier kommt nämlich der Aspekt ins Spiel, der für mich am wichtigsten ist, und zwar das Bogenschießen und das Diebsein. Also ich bin ein absoluter heimlicher Killer und ich habe es bis jetzt immer geschafft, richtig geil Leute zu killen, indem ich geschlichen bin, mit dem Bogen geschossen habe und sie danach geplündert habe. Deswegen spiele ich mit dieser Rasse hier am liebsten. Ich habe schon ein paar ausprobiert gehabt, muss ich ehrlich gesehen, aber der Waldelf ist für mich wie geschaffen. Ja, ich nehme den Waldelf. Dann Geschlecht, nee, weiblich, ich mache da schon ein männliches. Gucken, ob es hier irgendwelche Vorgaben gibt. Ich habe keine Lust, jetzt hier stundenlang einen Charakter zu erstellen, oder? Der eine sah schon gut aus. Der sieht böse aus, aber diese Gesichtsbemalung sieht richtig abgefuckt aus. Die muss ich noch ändern. Kann ich die... Boah, guckt euch die Nase an. Nee, nee. Nee, nee, die nehme ich nicht. Was gibt's denn noch hier für welche? Der sieht auch ziemlich geil aus eigentlich. Ich glaube, den nehme ich. Der Bart und die Frisur passen einigermaßen. Der sieht ziemlich asozial aus. Nein, abgebrüht auf jeden Fall. Mit dem kann ich mich identifizieren. Ich habe zwar nicht ganz so einen schönen Bart, aber ja doch, lasse ich den so. Ich kann den ja vielleicht noch ein bisschen kräftiger machen. So ein schlaksiger, weiß ich nicht. Okay. Kopf passt, Gesicht passt, Augen passt, Brauen passt, Mund passt, Haare passt. Gut, fertig. Beenden und dem Charakter einen Namen geben? Ja.
Ich nenne ihn so, wie ich mich immer nenne, in allen Spielen DR01. Und weiter geht's. Nicht viele Waldelfen würden es wagen, allein nach Himmelsrand zu kommen. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid, wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Walenwald zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Wie asozial ist das denn? Ich stehe nicht auf der Liste, aber ich muss trotzdem erschossen. Erschossen. Mein Gott, ich spiele zu viele Ballerspiele. Geköpft werden! Zu dem Zeitpunkt, wo dieses Spiel spielt, gibt es noch keine Feuerwaffen. Hier wird noch traditionell gekämpft. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt manche hier in Helgen nennen ein, euch einen Helden. König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Oh, es sind aber schwere Anschuldigungen hier. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Oh. Das hört sich doch verdammt nach einem Drachen an. Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Oh, hat er sich gerade freiwillig? Den ganzen Morgenzeit. Na gut, wenn er unbedingt will, dann Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das aufsagen? Okay, wir gucken einfach mal hin. Klar! Kurz und schmerzlos. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmenteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Waldelf, ihr seid dran. Ich? Nee, ich. Oh, da schreit wieder irgendwas. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Oh Mann, na gut. Oh, ich will nicht schon am Anfang sterben. Ich spiele gerade mal 2 Minuten. Ich konnte mich 10 Schritte weit selbst bewegen und jetzt... Oh. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Boom. Na, mein Freund. Wie ist das möglich? Und er schreit. Und oh, wie fett. Oh, 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 es brennt ein wenig. Ja, lauf doch! Sagt er hier entlang und läuft nicht. Ich muss aber nochmal. Boah. Und der Himmel speut Feuer. Lass mich doch durch! Na danke. Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. So, das ist der Alfred Sturmmantel. Wir müssen los! Jetzt. Der Anführer der Rebellion, der den Kaiser gestürzt hat. Okay. Wir müssen nach oben. Wow. Okay. Kann ich mir hier schon Ausrüstungsgegenstände holen? Nee. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Ja. Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Nein. Los. Wir folgen euch, sobald wir können. Okay, dann eben doch. Ich soll da rüberspringen mit Leertaste, ja. Gut. Oh, und ich verliere Leben. Ich brenne. Scheiße. Tapfer Junge, das macht ihr sehr gut. Wow. Ich gehe mal in Deckung. Das ist ein bisschen... Immer noch am Leben. Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Krass. Die Götter mögen euch leiten, Atwa. Ich hab's auf der Xbox gezockt vorher und da sah es bei weitem nicht so gut aus wie hier auf dem Rechner. Bleibt bei der Wand. Allein das hier, diese glühenden, verkohlten. Oh. Wow, 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 wow.
Lass mich zufrieden, Drache. Ja, indem es fliegt. Was für eine Frage. So. Oh, kaiserliche gegen Sturmmäntel. Der Drache bringt euch alle nach Sovngarde. Wow. Krass. Ich werde jetzt vor die erste Entscheidung im Spiel gestellt. Und zwar kann ich mich jetzt entweder den Sturmmänteln anschließen oder den Kaiserlichen. Ich habe mich das letzte Mal den Kaiserlichen angeschlossen. Werde dieses Mal deswegen einfach mal bei den Sturmmänteln mitmachen. Ja, ja, ich komme ja. Ich, ja. Das ist quasi die erste Entscheidung, die man im Spiel treffen muss. Welcher... Oh. Welcher Sparte man sich anschließt. Das hat am Anfang, glaube ich, nicht besonders viel Einfluss, aber nachher... Die einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Ja, wollen wir doch mal nicht hoffen. Besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ich bitte darum. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Okay, eine Eisenstreitaxt, Sturmmantel, Brustpanzer und Fellstiefel. Yay. Ich meine, die muss ich jetzt ausrüsten in mir. Ah ne, ja, ich habe hier noch diese Lumpen an. Die schmeiße ich direkt mal raus. Wie kann ich die RS ablegen? Okay. Gewobene Tunik und Fußlappen raus. Dafür ziehe ich die Feldstiefel an und den Sturmmantel Brustpanzer. Na schön. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. So sehe ich jetzt aus. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Ja, die ist. Genau, Tabulator ist. Versuch ist mal beim Tor. Ich lege mir kurz die Waffe in die Hand. Damit ich mich direkt verteidigen kann. Verdammt. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Kommt schon, Soldaten! Geht weiter! Entdeckung! Oh. Öffnet dieses Tor. Jetzt kommt der erste Kampfmoment. Ich glaube, ich muss die töten, oder? Muss ich? Oh ja. Ich kämpfe doch lieber in der Ego-Perspektive. Rumlaufen mache ich gerne im Third-Person-Modus, aber kämpfen... Ach komm schon, jetzt stirb doch endlich. Okay, sie sind tot und ich habe Erfahrungspunkte bekommen. Kaiserlicher Hauptmann. Schlüssel zur Festung Helgen, wunderbar. Den... Oh, was habe ich mir jetzt genommen? Kaiserliche Rüstung. Ich kann ja vergleichen, welcher Gegenstand besser ist. Das Dreieck nach oben heißt, dass die Gegenstände besser sind als die Gegenstände, die ich bis jetzt trage. Das heißt, ich lege jetzt einfach mal nicht besonders viel Wert auf... Ah, Moment. Aber das ist auch eine schwere Rüstung. Die Sturm, das ist eine leichte. Ich bin ein Bogenschütze. Ich werde dann doch lieber... die leichte Rüstung tragen und auf den Rest verzichten. Aber das kaiserliche Schwert nehme ich mir auf jeden Fall mit. Und dann nichts wie raus. Was hat der hier dabei? Beschlagene kaiserliche leichte Rüstung. Die ist, die hat einen Rüstungswert von 25 und meine hat einen Rüstungswert von 23. Okay, dann fliegt die schon mal raus. Kaiserlicher leichter Helm kommt rein, leichte Armschienen kommen rein und die Stiefel sind auch besser als die ich gerade dabei habe. Das heißt, ich werde jetzt mal die Feldstiefel hier rausschmeißen und das alles anziehen. Das Schwert macht 9 Schaden, die Axt macht 9 Schaden. Bleibt erstmal so. Oh, ich sollte mich vielleicht... Oh,
Mein Gott, sehe ich gut aus. Aber nichtsdestotrotz ziehe ich mir was an. Beschlagene kaiserliche Rüstung. Ja, wunderbar. Versuch die Tür damit zu öffnen. Ich gehe erstmal gucken, was es hier hinten gibt. Ich meine, die kommen ja schließlich nicht aus dem Nirgendwo, ne?